Ja, ich glaube, heute haben wir wieder genau das gezeigt, wofür wir vielleicht auch in der zweiten Liga in Hinrunde bekannt geworden sind. Attraktiven Fußball nach vorne, mit viel Spielwitz, auch mit einer breiten Brust und viel Selbstvertrauen. Das haben wir heute wirklich, wirklich eindrucksvoll gewesen von der ersten Minute. Wir wollten nicht wieder in der Kabine sitzen und uns fragen, wieso es nicht geklappt hat in der ersten Halbzeit. Heute war es einfach perfekt und wir haben dann die Chancen auch genutzt. Zum Glück zwei vor der Halbzeit, dann mit der roten Karte im Elfmeter war das Spiel mehr oder weniger gegessen. Ich glaube, wir sind einfach glücklich, dass wir heute den Klassenerhalt perfekt gemacht haben und darüber können wir uns alle freuen. Könnte besser sein. Ich bin wahnsinnig stolz auf unseren Verein, auf unsere Mannschaft, auf unsere Fans, auf alle, die geholfen haben, dass wir das möglich machen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir sind Aufsteiger, haben eine mega erfolgreiche Saison gespielt, sind jetzt gerade Siebter. Es sind zwei Spieltage vor Schluss, als ist der Klassenerhalt gesichert. Das ist echt bewegt, sage ich ehrlich. Und ganz großes Kompliment an unsere Mannschaft und riesen Glückwunsch. Sie haben es ganz fantastisch gemacht. Wir haben super Phasen gehabt in der Saison. Wir haben eine Phase gehabt, wo ein bisschen schwieriger war. Die haben wir gemeinsam durchstanden und haben immer daran geglaubt, dass wir es schaffen. Und jetzt ist es wirklich passiert. Für mich ist das die gleiche Leistung, ganz ehrlich, wie wir letztes Jahr mit dem Aufstieg hinbracht haben. Weil es bedeutet in der Konsequenz, wir spielen nächstes Jahr zweite Liga. Und das war durch den Aufstieg im Prinzip die gleiche Situation. Ich bin richtig, richtig glücklich und von unserem Verein bedeutet das richtig viel. Ja, wir haben uns die ganze Woche darauf eingestellt, wussten, wie die Gegner spielen und so haben wir agiert. Und schön, dass natürlich alles umgesetzt worden ist und dass wir gewonnen haben natürlich. Ein absolut gebrauchter Sonntag, weil wir es in keiner Phase geschafft haben, den Schwung aus dem Heimsieg gegen Düsseldorf hier heute mitzunehmen. Ja, Heidenheim hat von Anfang an einen größeren Grip gehabt. Wir waren in vielen Bereichen zu passiv und wurden dann folgerichtig vom Gegner bestraft. Ja, den Heidenheimern möchte ich gratulieren zum endgültigen Ligaerhalt. Und wir wissen, dass wir jetzt zwei schwere Aufgaben haben mit dem Heimspiel gegen Darmstadt und dem Auswärtsspiel bei Rasenballsport Leipzig. Wir wissen aber auch, dass wir uns so nicht präsentieren dürfen und werden. Ja, weil wir haben eine Verpflichtung gegenüber vielen Leuten, die diesem Verein emotional sehr nahe stehen. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Stadt und es ist eine Verpflichtung für uns, sich in der kommenden Woche anders zu präsentieren. Dankeschön. Zunächst mal haben wir großen Respekt heute gehabt vor Fürth. Vor allen Dingen auch wegen dem letzten Ergebnis 3-0. Es war, denke ich mal, ein Spiel oder ein Ergebnis, wo viel Schwung bringen kann. Und wir haben der Mannschaft mitgegeben auf dem Weg. Wir dürfen heute in keiner Phase und schon gar nicht von Anfang an, wie wir es vielleicht in den letzten Heimspielen gehabt haben, zu nachlässig sein, sondern wollen aggressiv nach vorne verteidigen. Haben auch umgestellt, haben auch auf den Gegner reagiert, einfach um diese individuelle Klasse, die der Gegner auch hat, aus dem Spiel zu nehmen. Aber das allein reicht nicht, sondern du musst einen großen Willen haben, eben in jeder Situation im Spiel, in jeder Phase das Richtige zu machen. Da spielt der Kopf eine große Rolle und wie es der Mike eben gesagt hat, das hat meine Mannschaft gemacht. Wir waren sehr konzentriert in der Defensive, sehr robust, sehr zweikampfstark, aber haben auch die Räume erkannt, die man bespielen muss. Ich denke, wir hätten schon in Führung gehen müssen mit der Großchance von Marc Schnatterer, als Flo Niederlechner zwei Spieler auf sich zieht, die perfekte Flanke bringt und das Tor eigentlich leer ist. Aber dann war es endlich auch mal wieder eine Standardsituation oder ich glaube der dritte Ball nach einer Standardsituation, wo wir in Führung gehen konnten. Das war Wille pur in dem Moment, diesen Ball dann über die Linie zu drücken und natürlich kurz vor der Halbzeit das 2-0 zu machen. Das hilft dir dann in dieser Phase und der Mannschaft haben wir in der Halbzeit dann gesagt, weiter so machen. Wichtig, nicht weniger investieren, nicht zu tief fallen, nicht zu sehr passiv agieren. Und dann denke ich, mit dem 3-0, mit dem Elfmeter und der roten Karte, denke ich, war das Spiel auch gelaufen. Meine Mannschaft hat heute eine tolle Leistung gebracht, aber noch mehr. Wir sind jetzt als Aufsteiger zwei Spieltage vor Schluss endgültig gesichert, haben tolle Momente gehabt, aber auch Phasen, wo man gesehen hat, dass in dieser Liga du auch ganz schnell verlieren kannst. Es ist wahnsinnig eng, es sind wahnsinnige Ergebnisse und wir sind jetzt einfach nur froh, dass wir den Klassenerhalt gesichert haben. Ich glaube, man kann auch stolz sein auf die Mannschaft, weil wir einen Weg gegangen sind, ohne uns, was Erfahrung betrifft, groß zu verstärken. Wir waren überzeugt von unserem Weg und wir sind oft gefragt worden, ja, reicht es für die zweite Liga?
Wir haben am Anfang gesagt, wir wissen es nicht, aber wir sind davon überzeugt. Und ich denke, es hat gezeigt, dass dieser Teamgeist, dass dieser Zusammenhalt einfach gezeigt hat oder verdeutlicht hat, dass wir die richtigen Entscheidungen da auch getroffen haben. Also nochmal, ich möchte heute den Glückwunsch einfach an die komplette Mannschaft, nicht nur die 11 oder 14, die heute auf dem Platz waren, den gesamten Kader. Da war ein großer Zusammenhalt da und deswegen freuen wir uns riesig, dass wir das erreicht haben. Und trotzdem möchte ich schon gleich den Finger heben, es sind noch zwei Spiele, da wollen wir erstens weiter punkten, da wollen wir gute Spiele zeigen, die Fans fordern den Derby-Sieg. Es wird nicht einfach, aber wir werden alles dafür tun und man sieht es im Fußball jetzt auch am Gegner, letztes Jahr so knapp dran in der Relegation und dieses Jahr wird es eng zum Schluss, aber es ist auch da noch nichts entschieden und deswegen Mike, dir und meinem Extra-Rein natürlich alles Gute. Wir werden uns nicht hängen lassen und werden versuchen, richtig noch zu punkten in den letzten zwei Spielen. Danke.